Neon Games. Hallo, ich bin John Sinclair und Sie werden mich durch dieses Adventure hier lenken. Mein Schicksal liegt von nun an in Ihren Händen, also habe ich mir gedacht, ich zeige Ihnen mal, wie das hier so abläuft. Wenn Sie mich zu einer Stelle bewegen wollen, dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese. All meine Aktionen werden durch Icons der Verbenmünze gesteuert. Um die Verbenmünze aufzurufen, bewegen Sie Ihren Cursor über einen Hotspot und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Es stehen Ihnen verschiedene Icons zur Verfügung. Das Benutzen-Icon, das Sprechen-Icon, das Öffnen-Schließen-Icon, das Nehmen-Icon und das Sehen-Icon. Bedenken Sie, dass die linke Maustaste immer noch gedrückt ist. Bewegen Sie Ihren Cursor nun über einen der Icons und lassen Sie die Maustaste los, um die jeweilige Aktion durchzuführen. Jetzt werde ich versuchen, mir die Stinkesocke da zu krallen. Das räume ich später auf. Okay, jetzt probiere ich mal die Hantel da zu benutzen. Alles klar? Nochmal zur Wiederholung. Es ist immer das gleiche Prinzip. Cursor über einen Hotspot bewegen, linke Maustaste gedrückt lassen, während Sie die Maustaste immer noch gedrückt halten, über ein Aktions-Icon bewegen und loslassen, um die Aktion durchzuführen. Das räume ich später auf. Dann gibt es da noch das Inventar. Das Inventar enthält alle Gegenstände, die ich bei mir trage. Sie öffnen das Inventar, indem Sie die rechte Maustaste drücken. Wie Sie sehen, habe ich im Moment nur das Kreuz dabei. Klicken Sie auf die beiden Pfeile, um im Inventar rauf und runter zu scrollen. Das ist momentan mit einem Item noch nicht möglich, aber wenn Sie mehr Gegenstände haben, werden Sie die Pfeile benutzen müssen. Es wird oft der Fall sein, dass Sie Inventargegenstände untersuchen müssen. Dies gelingt Ihnen mit einem Rechtsklick auf den Gegenstand. Sehen wir uns doch mal das Kreuz an. Dieses Kreuz gab mir diese alte Zigeunerin. Sie meinte, es besäß magische Kräfte. Ob da was dran ist? Doch man darf nicht die Hauptfunktion der Inventargegenstände vergessen. Die Benutzung der Gegenstände. Um einen Gegenstand auszuwählen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ihn. Dann wird sich der Cursor in das ausgewählte Item verwandeln. Es besteht die Möglichkeit, einen Gegenstand mit einem anderen zu benutzen oder zwei Gegenstände zu kombinieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Schlüssel und eine verschlossene Schachtel bei sich haben und die Schachtel mit Hilfe des Schlüssels öffnen wollen. Im Moment haben wir nur das Kreuz, aber probieren Sie es aus, wenn Sie im Laufe des Spiels mehr Items gesammelt haben. Wenn Sie den Gegenstand ausgewählt haben, oder auch nicht, bewegen Sie den Cursor aus dem Inventarfenster und drücken Sie auf die linke Maustaste, um zum Spiel zurückzukehren. Nun können Sie Ihr ausgewähltes Item mit einem Objekt auf dem Bildschirm benutzen, indem Sie mit dem Cursor, der jetzt Ihr ausgewählter Gegenstand ist, auf das Objekt klicken. Wir könnten jetzt zum Beispiel versuchen, das Kreuz in die Kiste dazu packen. Das geht nicht. Das hat jetzt zwar nicht geklappt, aber im Spiel werden Sie diese Aktion noch oft genug gebrauchen. Wenn Sie nun wieder in den normalen G-Modus wechseln wollen, dann drücken Sie die rechte Maustaste. Nun zum Interface. Sie sehen oben am Bildschirm eine Leiste mit verschiedenen Buttons und Anzeigen. Die Optionen, mein Notizbuch, die Hotspot-Anzeige, Ihren Punktestand und die Spielinformation. In den Optionen können Sie speichern, laden, Sound- und Spieleinstellungen ändern und das Spiel beenden. Speichern Sie Ihren Spielstand oft, denn es kann sein, dass ich unter Umständen mal abkratze. In meinem Notizbuch finden Sie wichtige Mitschriften, Hinweise und Ziele. Haben Sie das gehört? Dieses Geräusch ertönt immer dann, wenn ich etwas Neues aufgeschrieben habe. In diesem Fensterchen sehen Sie die Beschreibung von Objekten auf dem Bildschirm, bei denen Sie Aktionen durchführen können. Wenn Sie Ihren Cursor über ein Objekt bewegen, erscheint dessen Beschreibung in dem Fensterchen. Sehen Sie? Hier sehen Sie den maximalen Punktestand und den, den Sie bis jetzt erreicht haben.
So können Sie sich auch ungefähr orientieren, wie viel Prozent des Spiels Sie schon geschafft haben. Das Geräusch, wenn Sie punkten, hört sich so an. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Spielinformationen. Hier ist nochmal die Steuerung in etwas kürzerer Form erklärt. Und dort finden Sie auch hilfreiche Tipps, welche Strategien zum Meistern dieses Spiels beinhalten. Ansonsten wären da noch zwei andere wichtige Dinge. Wenn eine Nahaufnahme von einem Objekt erscheint, damit Sie es näher untersuchen können, dann bewegen Sie Ihren Cursor aus dem Fenster der Nahaufnahme und klicken Sie die linke Maustaste. Seien Sie vorsichtig beim Überspringen von Aussagen in langen Dialogen. Ihnen könnten wichtige Informationen abhanden kommen. Sie sollten jede Nachricht mindestens schon einmal gelesen haben. Also auf geht's! Es gibt viel zu tun für uns. Und denken Sie daran. Nehmen Sie sich die Zeit, alles zu erkunden. In diesem Spiel gibt es viele Details, also kosten Sie es voll und ganz aus. Viel Glück! Wenn ich mich vorstellen darf, Sinclair, John Sinclair. Ich hatte ein ganz normales Leben mit alltäglichen Problemchen und Tagträumen, gewöhnliche Mitmenschen um mich herum und eben allem, was man sich als Auszubildender bei Scotland Yard so vorstellen kann. Doch ein Ereignis sollte mein Leben für immer verändern. John, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ich traue meinen Augen nicht. Sie sind es. Sie sind der Auserwählte. Sie, John Sinclair, sind der Sohn des Lichts. Woher kennen Sie meinen Namen? Es ist keine Zeit für Erklärungen. Bitte, nehmen Sie dieses Kreuz. Danke. Ich habe zu viele Sünden begangen, um sowas zu tragen. Es hat magische Kräfte. Magische Kräfte? Sie werden es noch mit eigenen Augen sehen. Nur nehmen Sie es. Ich höre Ihre Schritte. Rennen Sie, schnell! Da ist sie. Schnapp sie dir. Verdammt, diese Schlampe hat das Kreuz nicht bei sich. Oh nein, der Boss wird uns killen. Fürchte dich nicht. Wer ist da? Du musst es verhindern, John. Was soll das? Wer spricht da? Das Böse droht, die Herrschaft auf Erden zu übernehmen. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, werden die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen. Doch du bist ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Ich? Der Auserwählte? Gehe der Herkunft deines Kreuzes nach. Meines Kreuzes? Warum? Weil du dies verhindern musst. Mein Schädel brummt. Das Kreuz! Ich muss herausfinden, was das für ein Ding ist. Das war kein Traum. Das war eine Erleuchtung. Das ist eine geschlossene Schub. Darf ich dich kurz stören? Aber immer doch, mein Bester. Was gibt's Neues in den Blättern der London Times? Totale Flaute. Nichts Weltbewegendes passiert mir hier in unserem Stadtteil. Letztens musste ich sogar über einen Tankstellenüberfall schreiben, weil ich nichts Aufregendes finden konnte. Es ist wirklich zum Heulen, John. Wie läuft es mit der Liebe? Zurzeit können mir die Weiber gestohlen bleiben. Obwohl so eine richtige Massage von einer Asiatin mit Öl und dem ganzen Zeug jetzt genau das Richtige wäre. Frag doch mal Zuko, der kann das bestimmt. Toller Ratschlag, John. Der bricht mir höchstens was mit seinen Kung-Fu-Künsten.
Was hältst du eigentlich von meinem Kreuz hier? Schick. Nee, im Ernst jetzt. Das hat doch echt was mit all den Gravierungen. Super. Was soll ich schon von deinem verdammten Kreuz da halten? War wahrscheinlich ein Schnäppchen vom Flohmarkt, oder? Nein, eine alte Zigeunerin schenkte es mir. Noch besser. Ich hatte gestern Nacht einen Traum, in dem mir ein Engel erschien. Was? Sowas wie eine Erleuchtung? Dass ich nicht lache. Seit wann bist du denn bitte so ein guter Christ? Das hat nichts damit zu tun. Ich kann es selbst kaum fassen. Es war so real. Sie war zum Greifen nah und doch so unantastbar. Ich bitte dich, John. Langsam geht's aber wirklich mit dir durch. Wenn ich's dir doch sage, glaubst du, ich würde dich anlügen? Nein, aber ich glaube, du hast gestern wohl irgendwas Falsches geschluckt. Das Unheimlichste war ja, dass der Engel dieselben Worte gab wie die Zigeunerin, bevor sie um die Ecke gebracht wurde. Das einzig Unheimliche hier bist du mit deinen skurrilen Geschichten. Du meinst, sie wurde abgemurkst? Das ist jetzt schon Blödsinn, den du hier erzählst, oder? Die Täter waren zwei Männer. Ich konnte es aus einer sicheren Entfernung mitverfolgen. Ein wirklich abscheuliches Bild. Umklammert von dem einen versuchte sie sich mit all ihrer Kraft zu wehren. Um Hilfe schreien konnte sie nicht, weil ihr Mund zugehalten wurde. Die Lage war hoffnungslos. Ich konnte ihr nicht helfen. Eiskalter Schweiß brach mir aus allen Poren. Es war so schrecklich, so brutal. Ich wollte am liebsten im Erdboden versinken, klitzeklein sein, als die Gräueltat ihren Lauf nahm. Ihre Augen sprangen schlagartig auf, als sie die messerscharfe Klinge erblickte. Ich werde nie vergessen, wie erbarmungslos er zustach, wie gefühllos, mit was für einem leeren Blick er die Tat vollbrachte. Johnny? Sie waren hinter dem Kreuz her, das ich dir vorhin gezeigt habe. Ja? Was hast du gemeint? Warum hast du das nicht früher gesagt? Jetzt habe ich endlich wieder ein Thema für die London Times. Oh, Bill, verstehst du denn nicht den Ernst der Lage? Ich habe das Ding, das diese Killer wollten. Wenn die herausfinden, dass das Kreuz in meinem Besitz ist, bin ich geliefert. Dann werde ich es der Zigeunerin gleich tun. Du kannst keinen Artikel darüber schreiben. Warum denn nicht? Weil du dazu mich als Zeugen bräuchtest. Und wenn diese Unholde meinen Namen lesen, bin ich am Arsch. Den müssen sie ja nicht mitkriegen. Dann bist du eben ein anonymer Zeuge. Vergiss es, Bill. Ich will kein Risiko eingehen. Ich weiß nicht, zu was diese Typen in der Lage sind, was sie im Schilde führen und über welche Mittel sie verfügen. Vielleicht reicht ihnen die Information, dass es jemand gesehen hat. Dann kommen sie darauf, dass dieser jemand das Kreuz hat, weil sie es davor noch um ihren Hals hatte. Wer weiß, es könnte sein, dass sie imstande sind, mich letztendlich zu identifizieren. Die Halunken sind schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wer sie sind und was an diesem Kreuz so wertvoll ist. Es ist auf jeden Fall wertvoll genug, dass sie dafür bereit sind zu töten. Ach Mensch, das wäre der Knüller gewesen. Das Verstummen des Schellenrings. Mord an einer Zigeunerin. Aber bevor du deswegen echt noch abkratzt, Johnny, lass ich es lieber sein. Danke, Bill. Ich weiß das zu schätzen. So ein Artikel hätte bestimmt ein gutes Rettungsboot für dich abgegeben, was deine Schreibblockade angeht. Oh ja, das hätte sich wie ein Lauffeuer in ganz London verbreitet. Es wäre in aller Munde gewesen. Dann ist es wahrscheinlich wirklich besser, das Ding nicht zu verfassen. Ganz recht. Es muss geheim bleiben. Was hältst du von Zuko? Auch wenn er kein typischer Londoner ist, habe ich den kleinen Racker verdammt gern. Übrigens, Zuko meinte, er fährt nach der Arbeit zu Dr. Fu Manchus Schnellimbiss und bringt dir auch eine Kleinigkeit mit. Du sollst also deinen Magen leer halten. Mir ist der Appetit auf Chinesisch seit dieser Algensuppe von Zukos Großmutter ziemlich vergangen. Ach, gegen so eine knusprige Pekingente ist doch nichts einzuwenden. Gib dir einen Ruck. Und wenn er mir wirklich so eine grüne Brühe mitnimmt? Ich gehe schon seit Jahren zu Dr. Fu Manchus und mir ist bisher noch nie etwas Grünes, Glibbriges, Algenartiges unter die Augen gekommen. Vertrau mir. Na gut, dann werde ich Zuko wohl später einen Besuch abstatten. Wo wir die Sache jetzt gegessen hätten. Wieso hast du nicht einfach den Helden gespielt? Du bist doch sonst immer unerschrocken in deiner Arbeit bei Scotland Yard. Ich alleine, ohne meinen Colt, gegen zwei skrupellose bewaffnete Killer. Das wäre glatter Selbstmord. Also war ich dazu gezwungen, mir die grausame Szene tatenlos mit anzusehen. Glaub mir, ich bin schon in der Lage, solche Situationen einzuschätzen. Sonst wäre ich ja lebensmüde. Außerdem hatte ich bis jetzt nur Rumschnüffeljobs beim Yard. Aber so wirklich in solch eine brenzlige Situation war ich noch nicht involviert. Schade, jetzt ist eine kleine Welt für mich zusammengebrochen. Ich dachte immer, du wärst sowas wie Dick Tracy, im Kampf gegen widerliche Schurken. Hey, aber dafür mache ich den Rumschnüffeljob verdammt gut. Sir James hat mich vorgestern zum Inspektor befördert. Wow, gratuliere. Jetzt gibt's Rumschnüffeln im ganz großen Stil, oder wie? Halt die Klappe, Bill. Okay, okay. Scherz beiseite. Ich freue mich wirklich für dich. Hauptsache, du hast deinen Spaß, Johnny. Spar dir deine lausigen Sprüche, du Paco de Lucia-Verschnitt. Der Engel sagte, ich sei der Sohn des Lichts
auserkoren, die Mächte der Finsternis zu bekämpfen. Er beauftragte mich, der Herkunft des Kreuzes nachzugehen. Okay, jetzt reicht's. Ich will auch was von dem Zeug, das du genommen hast. Bill, ich meine es ernst. Das mag vielleicht alles total absurd klingen und ich würde es ja selbst nicht glauben, wenn dieser Mord nicht gewesen wäre. Aber ich versichere dir, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Na gut, ich war gestern leicht angetrunken, aber das habe ich mir bestimmt nicht eingebildet. Daraufhin hatte ich eine Vision von abstoßenden, monströsen Fratzen. Genug, Johnny. Ich habe die Nase voll von dieser Hokuspokus-Scheiße. Was ist eigentlich in dich gefahren? Du benimmst dich wirklich komisch. Gar nichts ist in mich gefahren. Es war so. Aber weißt du was? Vergiss es. Vielleicht habe ich gestern wirklich nur zu viel gesoffen. Ich hoffe es, Johnny. Ich hab dich echt gern und ich will dich später nicht in der Klapse sehen. Was machst du den ganzen Tag? Du meinst, abgesehen von in Selbstmitleid baden und mir niveaulose Stories aus dem Arsch zu ziehen, erfreue ich mich des Lebens. Versuch's doch einfach mal mit Schummeln. Das macht ihr Reporter doch sowieso den lieben langen Tag. Lügen auftischen. Ja. Das hat auch eine ganze Weile geklappt, bis mein Boss es durchschaut hat, als ich über eine Haarausfallepidemie in London schrieb. Dann hat das Walross auch noch gemeint, wenn ich nicht bald was Originelles tippen würde, fliege ich raus. So viel zu meiner sensationellen Karriere als Reporter. Kopf hoch, Bill. Du machst das schon. Danke für die warmen Worte. Aber das macht es auch nicht besser. Das räume ich später auf. Mein alter Teddy, Poster, Bücher, ein Baseballschläger, ein abgenuckelter Lutscher, Vampirzähne, aber nichts, was ich brauchen könnte. Die interessieren mich gerade. Auf dem Foto ist meine Großmutter zu sehen. Sie ist ein Stück Schokotorte. Immer am Mampfen, diese Frau. Das bin ich auf dem meine Freddy Krüger Figur. Das Radio ist fest in Was ist orange? Meine Decke! Keine gut. T-Shirts und Hosen. Meine Klamotten. Danke. Ich bin bald wieder da. Bis später, Johnny. Ich gebe mein Bestes. Da liegt eine Karte auf dem Boden.
Das könnte der alten Zigeunerin aus der Tasche gefallen sein. Eine Visitenkarte. Ich denke, wenn ich kenne... Kommen Sie herein! Sind Sie Madame Sarré? Höchstpersönlich! Nehmen Sie doch Platz! Sie haben eine unglaublich starke Aura. So etwas habe ich noch nie gesehen. Können Sie mir irgendwas über dieses Kreuz hier sagen? Wo haben Sie das her? Ich glaube, wenn ich Ihnen das erzähle, werden Sie mich für verrückt halten. Glauben Sie mir, ich habe schon die verrücktesten Geschichten von meinen Kunden gehört. Na schön. Also, ich war nachts mit ein paar Mädels unterwegs. Ich brachte die beiden zum Taxi und wollte nach Hause gehen. Da kam plötzlich eine alte Zigeunerin angerannt. Sie sah mich an, als wäre ich ein Außerirdischer. Dann gab sie mir dieses Kreuz und meinte, es besäße magische Kräfte. Ich wäre der Auserwählte, der Sohn des Lichts. Du lieber Himmel! Warten Sie, es kommt noch übler. Zwei Männer stürmten aus einer dunklen Gasse auf sie los. Ich begab mich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit. Ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht hätten. Aus sicherer Entfernung konnte ich beobachten, wie sie der alten Frau die Kehle aufschlitzten. Es war grausam. Überall Blut. Die beiden Mörder wollten das Kreuz. Vielleicht sind sie jetzt hinter mir her. Jesus, Maria und Josef. In derselben Nacht hatte ich im Schlaf eine Erleuchtung. Ein Engel. Habe ich recht? Woher wissen Sie das? Wie heißen Sie? John. John Sinclair. Ich habe es gewusst. Hören Sie mir jetzt gut zu. Ich kannte die Zigeunerin, von der Sie sprachen. Ihr Name war Vera Minösi. Es war vorherbestimmt, dass sie für das Kreuz sterben musste. Vorherbestimmt? Wieso? Weil es die Prophezeiung so vorhergesehen hat. Das Böse drohte schon lange, das Kreuz zu vernichten. Davon sprach auch der Engel in meinem Traum. Vera hat es bis jetzt immer mit all ihrer Kraft beschützt. Doch nun bist du, John Sinclair, der Erbe des Kreuzes. An der Reihe. Es ist also wahr. Ich bin der Auserwählte. Die Welt hat lange auf dich gewartet.
Doch nun bist du hier. Es ist unfassbar. Was soll ich jetzt tun? Du musst zum Geisterjäger werden. Lieber nicht. Haben Sie ein bisschen Zeit? Was haben Sie auf dem Herzen, mein Junge? Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? $20, bitte, mein Lieber. $20? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen? Wie werde ich zum Geisterjäger? Du musst dein böses Ich zerstören. Mein böses Ich? Wie soll das gehen? Mit einer Zeremonie. Eine Zeremonie, wie sie in den Schriften Hesekiels steht. Ich werde dir dabei helfen. Doch dazu brauchen wir den Stein des Hesekiel. Wo und wie wird diese Zeremonie ablaufen? Das wirst du erfahren, wenn die Zeit reif ist. Was ist der Stein des Hesekiel? Ein Diamant, den der jüdische Prophet Hesekiel geschaffen hat. In Hesekiels Schriften steht geschrieben, dass der Stein die Seele des Auserwählten reinigen wird. Die Klarheit und Reinheit des Steines wird in der Zeremonie auf dich übergehen. Wie entstand das Kreuz? Der Prophet Hesekiel schmiedete es in babylonischer Gefangenschaft. In den dunklen Verließen erschienen ihm in jener Nacht die vier Erzengel Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Sie warnten ihn vor dem Ausbruch des Bösen und beauftragten ihn, das Kreuz zu schmieden. Er gravierte die Anfangsbuchstaben der vier Erzengel in das Kreuz. Was können Sie mir über London sagen? Es ist eine faszinierende Stadt mit vielen dunklen Geheimnissen. Wie kamen Sie zur Wahrsagerei? Meine Mutter war Wahrsagerin. Meine Großmutter war Wahrsagerin. Meine Urgroßmutter war Wahrsagerin. Meine Ur-Ur... Okay, das reicht. Schon verstanden. Wo finde ich den Stein des Hesekiel? Er muss irgendwo in der St. Pauls-Kathedrale sein. Na toll. Irgendwo. Die St. Pauls-Kathedrale ist riesig. Ich muss los. Ich brauche diesen Stein. Viel Glück, John. Ein ungepflegter Typ mit fettigen Haaren flankt ganz gemütlich auf der Kirchenbank. Sein Gesicht ist kreideweiß, der hat wohl was Falsches gegessen. Guten Tag, der Herr. Zwisch ab, Mann. Mir geht nicht gut. Sie sehen aber gar nicht gut aus. 6,5 und 4 Schnäpse. Sowas kotzübel. Mir ist auch nur noch das kleinste etwas Hungernehmerei. Hier die ganze Bude voll. Wiedersehen. Ah, ja. Guten Tag, Pater. Wie geht es Ihnen? Gut, mein Sohn. Nur dieser Obdachlose da ging mir etwas auf den Senkel. Was hat er denn angestellt? Letzte Woche kam er völlig betrunken in unsere Kirche und spielte den Beichtstuhl, weil er dachte, es wäre eine Toilette. Ist das nicht eine Sünde? Aber ja, mein Sohn. Aber nach 4 Vaterunser vergab ich ihm. Das Einzige, was mich jetzt noch mulmig macht, ist, dass er sich schon wieder hat volllaufen lassen. Und es sieht so aus, als würde es jeden Moment wieder passieren. Haben Sie schon mal etwas von dem Stein des Hesekiel gehört? Stein des Hesekiel?
Ich kenne nur den Propheten Hesekiel. Aber irgendwas von einem Stein habe ich noch nicht gehört. Jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht, mein Sohn. Wären Sie so gütig, mir zu erklären, was mit diesem Stein auf sich hat? Vergessen Sie's. Was wissen Sie über den Propheten Hesekiel? Ich weiß nur, dass er ein jüdischer Prophet war. Ich bin Pfarrer, kein Rabbi. Wiedersehen, Pater. Gehe mit Gott, mein Sohn. Ein prunkvoll geschmückter Altar mit einer Jesusfigur in der Mitte. Kunstvoll verzierte Fenster aus Buntglas. Sieht hübsch aus. Möchten Sie einen leckeren Schokoriegel? Nein, Mann, lass mich bloß mit deinem... Warte mal, ist das Dr. Kokos Super Nougat Crunch? Oh ja, und der ist noch ganz frisch. Na gut, da kann ich nicht widerstehen. Oh, das war keine gute Idee. Nicht schon wieder! Lieber nicht. Alte Staube. Alte staubige Schachteln aus Pappe. Jede Menge Bibeln. Tut mir leid. Fest verriegelt. Ein steinerner Engel mit einer Schale voll Wasser in den Armen. Der Engel ist ver... Nein. Fest... Die heilige Mutter Marie... Lieber nicht. Der Pastor würde mich wahrscheinlich eigenhändig kastrieren, wenn ich das Gemälde stehlen... Alte Stau... Da sind wahrscheinlich nur noch mehr alte Wälzer. Alte Stau... Ich habe... Raffiniert. Das Priesterchen ist wohl doch nicht so heilig, wie es immer tut. Bin ich denn hier gelandet? Diese verdammte alte Treppe ist einfach eingestürzt. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe.
Tafel ist eine Inschrift. Tantum calidissimus intrare possit. Soweit mein Schullatein reicht, heißt das entweder viel Butter ist gut für die Augenbrauen oder nur der Geistreichste darf passieren. Ein kleiner Topf aus Ton. Ich weiß nicht, wofür ich das verwenden. Ein kleiner Topf. Sehen sehr antik aus, diese Nö. Lieber nicht. Thank you.
Das muss der Stein des Hesekiel sein. Endlich habe ich dich, mein Glocke. Das scheint nichts bewirkt zu haben. John! Madame Saree, was tun Sie denn hier? Sie wissen doch, dass ich von einer Zeremonie sprach. Ja, eine Zeremonie, wie sie in den Schriften des Propheten Hesekiel steht. Die Prophezeiung sagt voraus, dass die Seele des Auserwählten nur gereinigt werden kann, wenn sie mit heiligem Blut genährt wird. Heiliges Blut? Wo sollen wir denn bitte heiliges Blut herbekommen? Ich bin nicht gerade geil darauf, kleine Lämpchen aufzuschlitzen. Vera musste für das Kreuz sterben. Und nun bin ich an der Reihe. Sie müssen sich opfern? Soll das ein schlechter Witz sein? Sähe ich so aus, als würde ich Witze machen? Nein, und genau das macht mir Sorgen. Ab jetzt ist es toter Ernst. Also hören Sie mir jetzt gut zu. Ich werde jetzt gleich in den Stuhl dahinten steigen. Verlieren Sie jetzt nicht die Nerven. Wir sind so nah dran. Das ist krank. Sie sind der Einzige, der das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse halten kann. Und das ist der einzige Weg, Sie dafür vorzubereiten. Bitte, John. Mir fällt es genauso schwer wie Ihnen. Na gut. Bringen wir dieses verdammte Ritual hinter uns. Fein. Tun Sie einfach nur das, was ich Ihnen sage. Sehen Sie nur, Madame Saree. Das Kreuz und der Stein leuchten. Madame Saree? Ihre Augen! Was passiert hier? Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, machen Sie Ihren Oberkörper frei und stellen Sie sich in das Sonnensymbol! Beeilen Sie sich! Ich gebe mein Bestes. Eine steinerne Du hast dein Ziel erreicht. Endlich bist du der vollkommene Geisterjäger, auf den die Welt schon die ganze Zeit gewartet hat. Eine gute Seele musste dafür sterben. Traue nicht um sie. Das war ihre Bestimmung. Nun bist du stark genug, gegen die Mächte der Finsternis anzutreten. Außerdem bist du jetzt durch den Stein des Hesekiel in der Lage, dein Kreuz zu kontrollieren. Und wie soll ich das Ding benutzen? Richte das Kreuz auf jemanden und sprich die Worte: Terra peste antinito, salus hic manito. Dann wird das Böse entfleuchen. Alles klar, und was bedeutet dieser Spruch? Die Erde soll das Unheil halten, Heil soll auf der Erde walten. Okay, aber was ist das Böse, das ich bekämpfen soll? Das wirst du bald selbst erfahren. Ich bin wieder zu Hause? Wie bin ich hierher gekommen? War das wirklich alles nur ein Albtraum? Nein. Wenn ich den Stein des Hesekiel nicht mit eigenen Augen sehen würde, dann würde ich es selbst nicht glauben. Ah!
Bitte, Mr. Greenhater, lassen Sie mich gehen. Ich mache alles, was Sie wollen. Schweig. Ich versuche, mich hier zu konzentrieren. Gleich wirst du sowieso alles für mich tun. Und zwar als willenloser Zombie. Hilfe! Hilfe! Keiner hört dich schreien. Chef Luffy, auf diesen Moment, Borge. Rugger, Rugger, du go! Muss gehorchen. Das Studieren der alten Zaubersprüche und Riten hat sich gelohnt. Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Außer diese Zigeunerin mit ihrem Kreuz. Alfred, gib mir das Kreuz, damit ich es für immer zerstören kann. Die Zigeunerin ist tot. Nur sie hatte das Kreuz nicht dabei. Ihr hirnlosen Schwachköpfe. Das heißt, es muss im Besitz einer anderen Person sein. Wenn es dem Sohn des Lichts in die Hände gerät, müssen wir andere Geschütze auswählen. Wo ist Mac? Ich habe einen neuen Auftrag für ihn. Mac, ich möchte, dass du meinen kleinen Freund hier zum East End bringst. Somit kann er noch mehr Opfer infizieren. Das mache ich nicht mehr mit. Was hast du da gerade gesagt? Das ist Wahnsinn! Es ist zu spät, um auszusteigen. Es ist nie zu spät! Ed, Fred, schnappt ihn euch! Lasst ihn nicht entkommen! Ich werde dein perverses Spiel nicht länger unterstützen! Los! Oh shit! Hast du ihn? Er ist aus dem Fenster gesprungen, Boss. Du nichtsnutziger Haufen Scheiße hast ihn entkommen lassen. Chef Luffy, auf diesen Moment, Borge. Rugger, Rugger, du go! Mac töten! Mac töten! Was für ein Narr er doch ist, zu meinen materiellen Bleikügelchen könnten sich mit meinen magischen Fähigkeiten messen. Das wird er büßen. Das wird dieser kleine Verräter mir büßen. Die Ereignisse der letzten Tage musste ich erst einmal geistig verdauen. Doch um ehrlich zu sein, habe ich es immer noch nicht vollkommen realisiert. Erst dieser Mord, das Kreuz, die Visionen und letztendlich die Tatsache, dass sich ein Mensch für mich geopfert hat. Die wahre Macht des Kreuzes habe ich noch nicht erfahren, doch der Engel meinte, die Zeit werde schon bald kommen. Du musst mir glauben, Bill. Jedes Wort ist wahr. Der Stein des Hesekiel? Madame Saré? Eine Opferzeremonie? Wo hast du denn das Schauermärchen wieder aufgeschnappt? Ich hab dir den Stein doch gezeigt. Du hast ihn mit deinen eigenen Augen gesehen. Ja, cooles Cornflakes-Spielzeug. Verdammt nochmal, Bill. Befrei dich doch endlich mal von deinem dicken Sturkopf. Warum sollte ich urplötzlich von solchen Dingen reden? Das habe ich doch sonst auch nie getan. Dem Ganzen würde ich doch selbst keinen Glauben schenken, wenn ich das alles nicht selbst erlebt hätte. Tut mir leid, John. Ich bin ein Mann der Fakten, der Tatsachen. Ich brauche handfeste Beweise, sonst kann ich der ganzen Sache nicht trauen. In dem Kreuz sollen unsagbar enorme Kräfte schlummern. Und ich kann es als einziger kontrollieren und gegen die Mächte der Finsternis einsetzen. Ich hoffe, wir werden diese Macht bald erfahren. Also wenn nicht bald ein Wunder geschieht, wie du sagst, endest du, wenn du so weitermachst, noch im... Das muss meine Pizza Margarita sein. Heute war Toni aber besonders schnell. Okay, das ist nicht der Pizzaservice. Hallo? Bin ich hier bei Inspektor John Sinclair? Ja, aber der hat jetzt Feierabend. Bitte, ganz London steht auf dem Spiel. Und wenn ich fragen darf, Sie haben nicht zufälligerweise ein Bad in den Abwasserkanälen Londons genommen, wie Sie aussehen? Keine Zeit für Erklärungen. Es ist ein Notfall. Lass den Mann rein, Bill. Aber der saut uns hier alles voll. Lass ihn schon rein. Na gut, aber ich bin später nicht derjenige, an dem die Arbeit kleben bleibt. Das ist sicher. Nichts für ungut. Dann mal hereinspaziert.
gut, dass ich sie endlich gefunden habe, Inspektor. Mein Name ist Mac. Ich war schon bei Scotland Yard, aber die haben mir sie empfohlen. Ach ja, das muss aber schon ein ziemlich guter Grund sein. Also, wo drückt der Schuh? Die lebenden Toten. Jemand hat vor, London mit Zombies zu überfluten. Oh nein, warum mutieren auf einmal alle zu Fantasy-Schwachmaten wie du? Sei nicht so unhöflich zu ihm, Bill. Und wer soll dieser jemand sein, Mac? Es ist... Alles in Ordnung? Der Name war... Mac! Was sich der wohl reingepfiffen hat? Mac, hörst du mich? Er hat einen epileptischen Anfall. Wir sollten einen Arzt rufen. Mac, hörst du mich? Terra pestem teneto, salus hic maneto. Oh nein, bitte verschon mich, John. Das ist so peinlich. Wir brauchen einen Arzt, keinen Exorzisten. Mac? Was ist passiert? Wo bin ich? Du hattest einen Anfall. Mein Kopf. Wer sind Sie? Erkennen Sie uns denn nicht wieder? John Sinclair, Inspektor bei Scotland Yard. Ich bin bei der Polizei? Warum das denn? Sie wollten uns gerade verraten, wer hinter der Invasion von Untoten stecken soll. Untote? Soll das ein Witz sein? Ich habe noch keine Droge gesehen, die auf so eine heftige Art und Weise die Wirkung verliert. Das glaube ich nicht. Keine mir bekannte Droge kann solch satanische Bewegungen hervorrufen. Außerdem ist das Kreuz wärmer geworden, als Mac den Anfall hatte. Da muss mehr dahinter stecken. Wovon sprechen Sie? Ich muss hier raus. Zu meiner Familie. Deborah hat bestimmt schon das Abendbrot vorbereitet. Mac, Sie hatten gerade einen sehr schweren Anfall. Ich schlage vor, schnell einen Arzt aufzusuchen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wann bist du jemals auf Nummer sicher gegangen? Hier geht es auch nicht um mich, Bill. Hören Sie, meine Herren. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch... wie ich hierher gekommen bin. Und das ist der einzige Beweggrund, warum ich Sie zum Krankenhaus begleiten sollte. Diese Kopfschmerzen. Und ich fühle mich so lose. Könnte im Moment überhaupt nicht sagen, was ich die letzten Tage gemacht habe. In Ordnung, Mac. Also, lasst uns gehen. Ich schätze, wir müssen den Kernspin benutzen. Ein Röntgenbild des Gehirns könnte eventuell zu einer Erklärung führen. Du bist ja ganz blass. Ist dir nicht gut, Mac? Nein, nein. Es geht schon wieder. Wenn ich bitten darf. Eigenartig. Das ist wirklich höchst suspekt. So etwas habe ich in meinem ganzen bisherigen Doktordasein noch nie erlebt. Eine winzige neongrün ausgedruckte Stelle. Erstaunlich ist, wie der Drucker solch einen Ton zusammenschustern konnte, obwohl die Tintenpatrone des Druckers eigentlich nur ein blaues Farbspektrum besitzt. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich sicherheitshalber ein paar weitere Exemplare anfertige? Also, um so ein rares Ergebnis auszuwerten, brauche ich schon länger Zeit. Außerdem muss ich mich mit meinen Kollegen beraten. Gentlemen, hier ist meine Karte. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden... Nach dem außergewöhnlichen Arztbesuch trennten sich die Wege von Mac, dem armen Teufel, und uns. Jedoch nur scheinbar. Ich verfolgte Mac, da ich mehr herausfinden und ihn möglicherweise von noch einem dieser abnormen Anfälle retten wollte. Das würde mir nämlich auch die Sicherheit geben, dass das Kreuz wirklich übernatürliche Kräfte besitzt und dass das von vorhin kein Zufall war, als ich es anwendete. Ein langer, abgelegener Weg führte zu Macs Zuhause. Der Pfad war so verzweigt, dass ich das Gefühl bekam, ich sei in einem Irrgarten, als wollte er anonym bleiben. Musik.
knapp. Hallo Suko, kann ich reinkommen? Na klar, fühl dich wie zu Hause. Mach es dir gemütlich. Sieh mal, ich habe dir die Algensuppe vom Chinesen mitgebracht. Wirklich? Dieselbe, die deine Großmutter letztes Mal gezaubert hat? Genau die. Du meintest, du wärst verrückt nach der. Nicht schon wieder diese scheußliche Brühe. Schon beim Anblick kommt mir die Galle hoch. Als Sukos Großmutter das letzte Mal hier für uns gekocht hat, habe ich sie aus Höflichkeit runtergewürgt. Jetzt denken alle, ich bin der absolute Algensuppenfanatiker. Schade, sie ist leider schon kalt. Was dagegen, wenn ich sie mir später aufwärme? Also ich habe meine Suppe auch kalt gegessen, aber wenn dir so viel daran liegt... Ich möchte nur ihren vollen aromatischen Geschmack ausschöpfen. Du bist eben ein echter Feinschmecker, John. Können wir reden? Na klar, schieß los. Wie gefällt es dir in London? Ich bin zwar erst seit 2 Jahren hier, aber ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Denke, das liegt daran, dass hier ähnlich viel los ist wie in Hongkong. In irgendeinem Dörflein am Rande der Stadt wäre das schon schwieriger gewesen. War halt schon immer ein Großstadtbummler. Aber ich muss sagen, für nur 3 Jahre in England sprichst du unsere Sprache wirklich einwandfrei. Blödsinn, du weißt doch, dass ich vor meinem Job beim Yard in Hongkong für einen reichen Chinesen als Chauffeur gearbeitet habe. Stimmt, das erwähntest du mal. Aber was hat das mit deiner englischen Mundart zu tun? Wenn ich mal nicht gerade seinen fetten Hintern rumkutschieren musste, habe ich das auch oft mit irgendwelchen reichen Geschäftsleuten aus aller Welt tun müssen. Deswegen musste ich Englisch von meinem Chef aus können, weil sich einige von diesen Bonzen beschwert haben. Aha, das erklärt alles. Wie gefällt dir die Arbeit bei Scotland Yard? Ich bin zwar noch ein blutiger Anfänger, genauso wie du, aber ich habe mich jetzt schon in den Job verliebt. Auf der Seite der Gerechten zu sein, ist wirklich eine feine Sache, aber manchmal sehne ich mich auch nach ein bisschen mehr Action. Ich meine, irgendwelchen Hooligans, Taschendieben und Zündlern hinterherzujagen, verliert auch irgendwann seinen Reiz. Da habe ich als Inspektor wohl den längeren gezogen. Was? Du bist Inspektor? Schon nach nur einer Woche? Stets zu Diensten. Der alte Sir James hat mich wegen meinen herausragenden Leistungen befördert. Er hatte auch vor, mich in eine höhere Abteilung zu stecken. Und als ich meinte, dass ich das nicht ohne dich tun würde, gab er dir dieselbe Lizenz. Heißt das, ich bin jetzt auch Inspektor? Nein, nein, du bist ab jetzt sozusagen meine rechte Hand. Jedenfalls besser als Kleinkriminellen das Handwerk zu legen. Haben wir schon irgendeinen neuen Auftrag von Sir James erhalten? Bis jetzt noch nicht, Sherlock. Ich schätze, du musst ihn noch ein Weilchen gedulden. Hast du irgendwelche Hobbys? Ich bin stolzer Träger des schwarzen Gürtels in Karate. Aber das weißt du doch. Ich musste dir doch schon oft genug deine Tür aufbrechen, weil du vergiss mal nicht deinen Schlüssel zu Hause liegen hast lassen. Es erstaunt mich immer wieder, wie du jedes Mal mit deinen dünnen, flexiblen Fingerchen in die Türritze kommst. Dann spannst du sie ruckartig an, rums, und die Tür ist offen. Unglaublich. Als ich noch das Leben eines kleinen Straßenbengels in Hongkong führte, nannte man mich deswegen in unserer Bande immer Zhao, die Klaue. Ich glaube, Mini Po Te trifft es wohl eher. Hast du sonst noch Freizeitbeschäftigungen, die du gerne machst? Ich liebe den Klang meiner Guzheng. Und was soll das sein? Deine neue Freundin? Käse, das ist eine chinesische Zither. Und du spielst die Zither auch? Natürlich, das Ding spuckt die Töne bestimmt nicht von selbst aus, aber fast. Hä, wie meinst du das? Mein Großonkel lehrte mich, meine Hände sanft über die Saiten gleiten zu lassen, wie eine hauchdünne Feder. Wie soll man denn bitte da einen Ton erzeugen können, wenn man die Stränge kaum berührt? Entsprechend fein sind aber auch die Saiten. Ich habe die ganz alte traditionelle meines Großonkels geerbt. Sie ist mit Pferdehaaren bespannt. Das klingt ja interessant. Könntest du mir eventuell mal ein kleines Ständchen auf deinem Schätzchen vorspielen? Na klar, John, aber ich muss dich warnen. Ich gerate dabei oft in Ekstase, sodass ich alles um mich herum vergesse und auch etwas wilder spiele und mich nicht mehr ganz an die Regeln meines Großonkels halte. Das Risiko nehme ich gern in Kauf.
Bis später, alter Knabe. Da sind noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Tu dir keinen Zwang an, Inspektor Sinclair. Ich bin wieder da. Hey, Johnny. Das räumt. Ich krame in meiner alten Kiste herum, finde aber nichts Brauchbares. Das bin ich auf dem Foto. Mein Freddy bleibt. Nein. Eine metallene Statue, die aussieht wie eine aufgewickelte Schlange. Zutiefst künstlerisch. Ich habe ihm im Moment nicht zu sagen. Mein absolutes Leibgericht. Die interessieren mich gerade. Danke. Danke. Ich bin bald wieder. Bis später. Ich kann die Dose nicht mit der bloßen Hand schieben. Die Bestie würde meine Hand zerfetzen, sobald sie näher käme. Lieber nicht. So ist's brav, kleiner Racker. Schön rein damit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich erst noch etwas brauche. Ein Ast. Das geht. Das wird nicht funktionieren. Thank you.
keine gute. Pestem Teneto, Salus Higmaneto. Endlich ist diese tollwütige Bestie vernichtet. Als wäre der normalsterbliche Schäferhund nicht schon bissig genug gewesen. Hier geht es gar nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und eines ist klar. Ohne das Kreuz wäre ich jetzt blutiger Brei. Mich beschleicht das unheimliche Gefühl, dass ganz in der Nähe noch ein paar von der Sorte sind. Nur wo? Oh mein Gott! Mac und seine Familie werden von Untoten angefallen. Muss handeln! Schnell! Sesam, öffne dich!